Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Wir befinden uns im Weltall. Lost in Space sozusagen, wie immer. Und wir wollten hier hinten ein wenig erkunden. Wir haben noch einiges zu tun. Und ja, mal schauen. Wir bewegen uns stark auf Endgame zu, habe ich das Gefühl. Oh, da kommt schon, glaube ich, der erste Kandidat, ne? Ja. Actionreich, wie die letzte Folge geendet ist, geht's actionreich direkt weiter. Ich hoffe, da ist kein Kern, wo die sich regenerieren können oder so. So ein bisschen alle auch die Kanonen im Auge behalten. Ein bisschen anlocken hier. Hallo, hallo, wer möchte? Wer möchte, wer will? Ah. Da war ein Kandidat. Jemand ohne Fahrschein? Da kommt jemand. Auch weg. So. Ich glaube, drei sind noch übrig, oder? Eins, zwei. Zwei Stück, glaube ich, noch. Da unten sind noch zwei am Rumdüsen. Diese roten Streifen, das sind... So, der kommt, ne? Der kommt jetzt. Beide kommen sogar. Na, guck mal an. So, haben wir Anni. Doch, das war's. Juhu. So, die Kanonen können wir nicht erschießen, ne, oder? Ich glaube nicht. Obwohl, die sind grün, ne, oder? Oh, oh, oh. Alles klar, nee, die sind rot. Ja, ja, alles gut. Bringt also nichts, okay. Frage ist natürlich jetzt, können wir hier was machen? Können wir nichts machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Verdammt. Egal, ich speichere trotzdem einmal. Weil dann haben wir das. Nur falls wir draufgehen sollten, dass wir das den Kram noch nicht normal machen müssen. Da ist also eine Reparaturstation. Das ist gut zu wissen. Tja, jetzt die Frage... Puh. Achso, an alle Kommentarschreiber, ich bin wieder in so einem Aufnahmezyklus. Das heißt, bis ich jetzt wieder Kommentare lese, dauert es erstmal, weil ich nehme jetzt alles wieder in einem Rutsch auf. So die nächsten... Ich glaube, von Folge 51 an müsste es jetzt schon Folge... Ist es 55 mittlerweile schon? Weiß ich gar nicht. Es ist alles in einem Rutsch aufgenommen. Wahnsinn, 55 Folgen. Ist ja unglaublich, was wir alles erlebt haben. So... Jetzt ist ja da so die Frage, wie kommen wir denn da rein? Weil er sagte ja irgendwie, müssen wir nicht so ein Modul irgendwie, oder? Hm. Und untersuche das unbekannte Modul. Wo ist denn das Unbekannte? Ich sehe nur zwei, also ich sehe einmal das Ding, die Reparaturschleuse da. Dann sehe ich hier den. Und dann sehe ich das Ding hier. Mehr gibt's ja nicht anscheinend. Oder bin ich wieder so blind, wie immer? Und die Teile schießen ja auch auf uns, sobald wir näher kommen. Ich würde gerne aussteigen und versuchen, da irgendwie die zu deaktivieren. Oh, da sind ja noch Särge am Fliegen. Oh, oh. Hallo, meine Freunde. Wo kommt ihr denn her? Kommt ihr mal her? Wer möchte? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Wer ist noch ohne Führerschein? Kommt der? Der kommt, ne? Das habe ich mir gedacht. So. Der nächste, bitte. Da. So, da waren aber noch mehr. Das waren, glaube ich, nicht alle. Oder? Waren das alle? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es waren so wenige. Okay, ich sehe keinen. Jetzt würde ich mir das gerne angucken. Kann ich da irgendwo andocken? Ich speichere mal lieber, vorsichtshalber. Sorry, wenn ich das jetzt häufig mache, aber... Was stand da gerade? Drei Sterne. Okay, wir haben drei Sterne. Weiß nicht, was das bedeutet. Das
Jetzt würde ich gerne wissen, ob man hier irgendwo andocken kann. Bei dem Dingen. Wahrscheinlich hier vorne irgendwo. Wir werden ja... Die Dinger zielen ja auf uns, sobald wir in der Nähe sind. Hier, man sieht's. Ja, die zielen auf uns. Die würden auch, glaube ich, auf uns schießen, ne? Oder? Ich würde das einmal ausprobieren. Wenn der uns im Visier hat, schießt er auf uns bestimmt, ne? Schießt er? Schießt er oder schießt er nicht? Ja, die schießen. Kann ich ihn trotzdem andocken oder wie ist das? Ich probiere es aus. Ich weiß nicht, ob es geht. Ah, ha, ha, ha. I must say, there's quite a lot of security here. Oha. Das geht. Was sollen wir denn hier craften? Was? Wir sollen hier irgendwas craften. Ach so, wir sollen den ja, diesen Anti-Asteroidenschutz. Wir können doch so langsam was trinken. Oha. Wir können doch so langsam was trinken und was essen, ne? Was ist denn hier los? What's that? A mutant? Ah, nope. It's just a dead fool. Ein Mutant. Nein, ein weiterer Tote. Was ist denn hier passiert? Um Gottes Willen. Das ist eine Kuhmaske. Was zur Hölle? Okay, wir brauchen als erstes erstmal was zu trinken. Das wäre ganz toll. Oh, das... Oh, so many corpses. Jo. Was ist das denn? Junge Aktivisten, was? Ein Auto. Alter Schwede. Closed, secure module. There are an awful lot of dead people in civilian spacesuits around. Vielleicht ist Frank hier gelandet. Frank! Bist du hier? Frank! It seems that shortly before the crash, they decided to hold a protest here. Although it's unclear what the liner's crew had to do with cows. In any case, the employees have sealed the module hermetically, and we can't get in there easily now. Handlicher Schaber. Nutzen wir mal. Oha. Das ist schon, puh, das ist schon nicht ohne. Alter Schwede. Vielleicht muss man auch einfach was riskieren. Man muss einfach mal was riskieren, einfach mal risky. Oh, da sag ich doch nicht nein. Da sag ich doch nicht nein. Ich hau mir das einfach mal in den Balch. Ich hau mir das in den Balch und dann gehen wir weiter. Oh, Essen ist natürlich auch gut. Und dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. So. Schauen wir doch einfach mal. There's something wrong here. While the activists were waving their signs outside, inside there was a fight between the liner's crew and the coffins. However, almost all of them were killed by some third party. Okay. Ja, Harz nehmen wir mit. Aha. Oh, warte mal, ist die Musik zu Ende? Die Musik ist, glaube ich, zu Ende. Da sollte ich vielleicht mal nachlegen. Was haben wir hier? Nein, das ist keine Space-Musik. Das ist Space-Musik. So. Magnet. Hier liegt eine abgetrennte Hand. Essen, trinken. Vielleicht finden wir hier ja dieses Mikroplasma, was wir brauchen. Oh, hier sind abgetrennte Beine. Ah, gut. Es, ja. Da liegt der Körper dazu, glaube ich. Würde ich jetzt mal behaupten. Oh, er wollte da raus. Aber die Särge, haben die jetzt ein Eigenleben oder? They even destroyed the repair robots and brutally removed some important parts from them too. Haben die denn jetzt ein Eigenleben dann entwickelt, die Särge? Oder sind das einfach nur die Menschen, die in den Särgen sind, die dann die Dings benutzen? Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz schlüssig. Oh, Gil. Ding. Eine seltsame Sache für seltsame Dinge. Wahrscheinlich sollte dieses Ding eigentlich ein Materialspalter sein, aber die Entwicklung fand keinen Platz dafür im Spiel. Das ist schade, denn das Modul sieht sehr gut aus. Vielleicht könnte der Entwickler es an jemanden verkaufen. Was? Ja. We can't open these doors without special equipment. Maybe it's for the best. Okay, nehme ich mit, ne? Wenn wir einmal hier sind. Haben wir nicht mehr so viel von. Oh ja.
Besondere Ausrüstung, neue Blaupause. Was? Bitte was? Jeder Held, der etwas auf sich hält, hat einen ähnlichen Universalschlüssel für alle Türen. Ich habe ihn im Film gesehen. Ich habe leichte Zweifel, dass das funktionieren wird, aber selbst der Raumanzug hat keine anderen Ideen, wie man die gepanzerte Tür öffnen kann. Dickes Isolierband zweimal, Metall dreimal und Titan. Ja, großartig. Ich hoffe, wir haben das alles. Dickes Isolierband, bin ich mir unschlüssig. Das wäre jetzt echt blöd. Verdammt. Aber wir wissen, dass wir andocken können. Das ist schon mal sehr schön. Ich muss gucken, vielleicht finde ich hier noch Isolierband. Magnet, lalalala, nee. Okay. Kommen wir nicht rein. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen im Inventar. Gummi nehmen wir nochmal mit. Okay, let's go. Vielleicht schwebt hier noch ein bisschen was rum. Titan, ja. Komm ich auch rein? Nee, oder? Nee. So. Ich sehe auch kein Isolierband irgendwie rumfliegen oder so. Hätte ja sein können. Nun gut. Puh. Nebenbei habe ich übrigens gerade ein bisschen Resident Evil installiert. Das neue, das Village. Ich glaube, wenn die Folge hier läuft, dann ist das bestimmt im Stream schon so ein bisschen gelaufen. Aber gut. Okay. Lass mal gucken. Titan haben wir jetzt. Dreimal Metall. 1, 2, 3. Und dickes Isolierband. Ich hoffe, es war zweimal. Weil dreimal dann... Oha. Nein, haben wir. Juhu. Haltbarkeit 10. Was ist denn das? Das sieht aus wie ein Q-Tip. Ich frage es gar nicht. So, ich lagere erstmal wieder was ein. Okay, hier haben wir noch Wasserflaschen. Die Wasserflaschen würde ich tatsächlich mal eben rausnehmen. Dann können wir nämlich ein bisschen... Huch, das Gerät würde ich mitnehmen. Können wir ein bisschen mehr lagern. Ist hier alles voll? Ah, hier. Da ist noch Platz. Okay. Gut, dann würde ich die Wasserflaschen einmal hier droppen. Eine benutzen. Und den Rest droppen wir einfach mal. Was ist denn das für ein... Was soll das? Was... oben mit der Dings, mit der Büroklammer da dran. Soll das ein Dietrich sein? Soll das ernsthaft ein Dietrich sein? Ach, schön. Juhu, dann düsen wir mal. Sehr schön. Hui. Aber wie sollen wir eine gepanzerte Tür mit einem Dietrich aufmachen, frage ich mich. Das ist eine riesen gepanzerte Tür. Die hat doch kein kleines Schloss, oder? Naja, gut. So. Oder vielleicht doch. Peace violation. We're in the right module. Was? Judging by the signals, the surviving shuttle of the liner's crew is right ahead. But the voice in the distance is troubling me. Alter. What the? This Huch. Is clearly not an ordinary police robot. The repair großer Boss, was? Wrong to it. Was? Besiege den Roboter? Was? Was zur Hölle? Was bitte was? Wie besiege? Leave the unlawful assembly. Wait a second. It's aggressive too. Ich hab gar keine Kanone dabei. Oh, warte mal. Kann ich die Kanone holen? Ich hol mal eben die Kanone. Lauf. Stopp. Nachladen. Was? Alter. Was? Ein Bossgegner? Was? Ich geh den. Haben wir den Phaser nicht? Alter, was zur Hölle? Bossgegner. Da brauche ich aber gleich spannende Musik. So. Wie geil ist das denn bitte? Alter, was zur Hölle? Bossgegner. Ja, dann düse ich mal eben schnell. Und ich düse im Sauseschritt. So, hui. So, ich weiß gar nicht, haben wir den Phaser mit oder nicht?
Ja, zwei Stück sogar. Huhu. 30 und 20. Dann würde ich den 20er erstmal ausrüsten auf der 2. Und dann geht's jetzt los. Ich würde mal vorsichtshalber ein Medipack mitnehmen. Vorsichtshalber. Oh, die Musik passt gerade so gut. Die fange ich gleich direkt nochmal neu an, wenn wir da reingehen. Alter. Die Musik ist richtig gut dafür. Ich starte die gleich direkt nochmal neu. Warte mal. Das Bossfight, Bossfight. Dramatische Musik. Muss dazugehören. Hinein in den Kampf. Besiege den Roboter. So, warte. So, warte, 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 warte. So, jetzt aber. Jetzt geht's los. Attacke! Alter. Schön. Peace violation. Leave the unlawful assembly. Oha. It's aggressive too. I recommend that you Ich weiß halt nicht, worauf ich schießen muss. In der Mitte oder was? Auf den? Oha, Alter. Oha, hat der Kanonen da, Bruder. Da muss ich auch. Oho. Reloading. Don't leave your cover. Ich bin gleich tot. I don't think it even noticed. We need to weaken it somehow. Wir müssen ihn irgendwie schwächen. Aha. Aber wie? Der hat überall Kanonen hier. Wie schwächen Reloading. Wir den denn? Don't leave your cover. Wie schwäche ich den denn? Stay where you are. Wie schwäche ich den denn? Ich muss den irgendwie schwächen. Oh mein Gott, wie schwäche ich den? Da vielleicht rein? Oh, au, au, au. This is the shuttle of the liner's crew. I hope we find the friendly foe system, and then it'll take a long time for us to hack it. My process is vibrating from the inside. Nein, krieg nicht offen! Nein! Mist, wir kommen nicht rein. Reloading. Don't leave your cover. Motor. Wie kommen wir da rein? Stay where you are. Okay, warte mal. Erstmal. Ja, schön dramatische Musik passt. Aber erstmal werde ich mich jetzt erstmal heilen. Und zweitens werde ich erstmal nachlesen, was er da gerade gesagt hat, weil ich konnte jetzt so schnell gar nicht lesen. Es ist wirklich das Shuttle besatzt das Linienschiff. Ich hoffe, Freund und Feindsystem. Wir brauchen das Freund und Feindsystem, was hier drin ist. Okay. Ich glaube, jetzt nicht mehr bemerkt. Wir müssen ihn irgendwie schwächen. Okay, wie schwächen wir den denn? Oh fuck. Wie sollen wir den denn schwächen? Wie sollen wir den denn schwächen? Alter! Gibt's irgendwo einen Schalter? Wie schwächen wir den? Alter, diese Kanonen, ne? Wie können wir den schwächen? Kann ich irgendwie bei dem? Kann ich nicht. Okay, was mache ich jetzt? Kann ich die Kanone abschalten? Irgendwie? Das Problem ist, es bringt alles nichts, ne? Wie kann ich den schwächen? Wir müssen auf jeden Fall da rein. Vielleicht mit einer EMP-Granate oder so, aber ich bin mir nicht... Oh, da in der Mitte sind Kabel. Oh, warte mal, da. Da leuchtet was in der Mitte. Vielleicht muss ich da hin. Da ist auch ein Fragezeichen. Puh, ich muss mal weg hier, Bruder. Ist hier irgendwas? Ich fliege mal eben schnell hin. Da ist irgendwas. Uah. Eine Konsole, da kann ich aber nichts machen. Reloading. Stay where you are. Hier ist auch irgendwas. Alter Schwede. Ja, ja. Benutzen. was? The discharger is about to fire. Was?
Act of aggression. Act of aggression. Sehr großer Boss. Was? You've thrown a paper cup at a public officer. You are under arrest. Proceeding with execution. Oha. This is not how it usually works in boss battles. Oh nein, oh nein. This seems to be its weak spot. Like any irons or toasters, for example. Was muss ich da machen? Hilfe! Aua! Na, ich komm nicht dran! Oh Gott, ernsthaft? Ich muss den Stecker ziehen. Hö, das ist ja gar nichts für mich. No power. Backup power activated. Schlagen. These look like backup batteries. We need to break them to disable the police robot. Reloading. Stay where you are. Alter, vier Stück, ernsthaft? Was ist das denn? Oh, ein Medipack. Das kann ich gut gebrauchen gleich. Da drüben. Da oben. Boss Battle, Boss Battle! Aua! Okay, ich nehme mal das Gesundheitspack, vorsichtshalber. Warte. Aua! Oha! Nein! Don't leave your cover! Boss Battle! Attention! You will be killed and then arrested! Whoa! Boss Fight! Reloading! Stay where you are! Gott! Suppressors destroyed! Starting maximum. Jetzt ist alles ihre Schuld, Boss, was? So, muss ich jetzt auf den. How can it be? I've watched hundreds of movies and video games. It always worked. Attention! Overload! I'm a machine! I'm strong! Was? Overload! Alter, aua! It looks like it broke down. That went exactly according to my plan. Puh. Alter! Dafür haben wir aber auch nicht mehr viel Leben gehabt. Ich glaube, zwei Schüsse und dann wären wir down gewesen. Alter Schwede! Puh! Was eine Action! Puh, wir könnten noch ein gutes Medipack gebrauchen. Fliegt hier noch irgendwo eins rum? Vielleicht so zur Reserve, weil die Entwickler sich vielleicht gedacht haben, naja, weil da flog ja vorhin auch eins rum. Ich gucke nochmal, ob ich nochmal irgendwo eins sehe. Da vielleicht? Da ist eins, glaube ich. Ja, da ist eins. Ja, haben sie die Entwickler schon dabei gedacht, so benutzen. Ja, sehr schön. Nice. 90 von 100. Okay. Cool. Alter, ein Boss-Battle. Wie geil. Ein Bosskampf einfach mal so. Oh, das Schiff sieht auch relativ neu aus auch. Ah, jetzt kann ich. Okay. Okay, wir sind drin. Hacke das System des Raumschiffs. Okay. Erstmal gönne ich mir was zu trinken. Nach dem Kampf. Und Alkali nehme ich auch mit. Oh, hier liegen Pappkartons rum. Ach, ein Puzzle. Oh, wie geil ist das denn? Kann ich das puzzeln? Wie cool mit dem Frosch. Nice. Jetzt ist einer auf jeden Fall gemütlich gemacht. No. Hä, sind wir das? Das sieht aus wie wir. So, let's start. What we need is... No, are you kidding me? Is this a joke? Check the box to your left. Wir benötigen einen Greifer. Achso, ja, den haben wir ja. Der ist hier. Mikroplasma. Lol. Einmal Mikroplasma? Was? Wir haben jetzt einmal Mikroplasma nur gefunden? Warte mal, wie viel brauchen wir denn? Jetzt muss ich mal eben schnell gucken. Zweimal brauchen wir das sogar. Ah, wo kriegen wir denn? Hä? In Schiffen kriegen wir Mikroplasma oder was? According to the crew's correspondence, the friend or foe system is just certain license plates on the shuttles. But if the plate is unreadable, the system freezes and doesn't attack the shuttle. So this is the multi-billion dollar protection system of the liner? The diagnostic station knew about this vulnerability and it couldn't just tell us to cover our license plate with a piece of paper? I suggest we go back and burn all its circuits. I would be furious now if it weren't for one thing. It turns out this shuttle is fully functional. I just need some time to break into its control system. While I'm busy, you just don't touch anything. Better yet, try assembling a jigsaw puzzle, for example. Ein Puzzle zusammensetzen. Ihr. Das kriegen wir doch hin, oder? Zusammensetzen. Right.
great. Now just sit here. Hacking the system will require my maximum performance, so I'll have to turn off for a few seconds. Just don't touch or press anything. Okay. All right, I'm back. I want to inform you that... What the? Let's get out of here! I left you for only 3 seconds! You were just assembling a jigsaw puzzle. There was nothing dangerous there. But I... We were so... never mind. Schön. Geht zur Normandie zurück. Ah, wie schön. I'd like to comment on this in some way, but I don't even know what to say. We'd better get back to Normandy. I hope that a closed license plate will really help us bypass the security systems. No, I can't help but ask. How? How did you do it? Did you play around with a lighter? Did you pull the wiring? Did you learn how to shoot laser beams out of your eyes? Entschuldigung. I don't understand how this is possible at all. Entschuldigung. Lass uns das nur mal schnell ausprobieren. Vielleicht funktioniert es ja doch. Why someone would create a security system that can be easily bypassed by dirty license plates, unless the genius who infected the police robot with HAIV was the chief engineer of the liner. Actually, it would explain a lot. Schön. Vielleicht funktioniert es ja doch. Wer weiß das schon? Mann, ich habe die nur 3 Sekunden aus Augen gelassen. Schön. By the way, there's no physical license plate on Normandy, although there is a digital one, which is usually requested at any security check. I think I can replace a couple of characters with asterisks, and let's hope the friend or foe system doesn't care what kind of plate we have on the shuttle. Was ist denn da los? Ich treffe das Loch nicht. So, jetzt speichert das Spiel wieder. Sehr schön. La 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 la. Aufgabe abgeschlossen. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir nur noch dahin, ne? Achso, wir können noch ein paar Sachen erstmal. Das können wir ja noch nicht herstellen. Wir brauchen noch eine. Aber wir können nichts mehr lagern, ne? Doch, hier noch ein bisschen. Wir müssen unbedingt aufpassen mit unserem Lagersystem. Es wird so langsam echt voll. Ich nehme mal so ein Medipack, ne? Wo war das jetzt hier oben? Komm, ein Medipack gönne ich mir mal. So. Hilfe! Was ist das für eine Action? Hilfe, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hilfe, oh Gott, wir werden verfolgt. Roger, Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Wo sind die? Wieso jagen die uns? Wo da? Alter, da war doch noch einer, oder? Alter. Puh. Jetzt bin ich aber... Habe da. Musst du das nur mal schön irgendwo anbringen? Nee, ne? Alter. Okay. Puh. Ich würde sagen, ich düse mal hier oben hin. Alter Schwede, ist... Was zur Hölle ist das für eine aufregende Folge? Bossfight und jetzt hier draußen noch die Action. Das ist ja unglaublich. So, ich würde sagen, ich gehe mich nochmal eben reparieren. Alter Verwalter. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal eine Valium. Ich muss mich jetzt erstmal beruhigen. Nach dieser aufregenden Folgen-Action würde ich sagen, parke ich jetzt erstmal hier in der Reparaturgarage mein Moped und dann, würde ich sagen, sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder bei Brief Edge und dann schalte ich auch wieder ein. Also, ja, dann sind wir wieder online. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.